Salvete und herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, hier zur 5. Folge dieses Rome Let's Plays. Ja, wir sind letztes Mal dabei stehen geblieben, diese wunderbaren Schlachten hier auszuführen. Wir haben Bilazora erfolgreich verteidigt. Die Thrakier sind weg, die Dakier sind weg, hier hinten inzwischen. Also wir haben erstmal ordentlich aufräumen können, was eine gute Neuigkeit ist, wie ich doch finde. Ja, und Apollonia, so langsam wird es doch mal Zeit, dass ich mir dich unter den Nagel reiße. Mein Herr? Ich meine, lange genug warten wir ja schließlich schon. Und ich werde jetzt mal gucken, hier ich die... Angriff! Ah, tatsächlich, okay. Wir können die Schlacht antreten, jetzt will ich mal gucken. Wir hatten ja nur die Stadtwache, Hastati und Velites, so viel ich weiß. Wo waren die Velites? Die habe ich ja auch gesehen, die waren hier irgendwo. Ich sehe jetzt gerade nur die Hastati, wo sind denn die Velites hin? Ah, hier, okay, gut. Und was die andere angeht, ach, das ist ja, die werden wir gleich besiegen, die sind ja leicht. Also hier hat er auch nur eine Verstärkung. Das Armeeverhältnis ist auf unserer Seite. Und unsere Einheiten sind überhaupt viel stärker. Ja, da gehen wir rein. Ich würde sagen, gleich drauf fangen wir an. Und beginnen die Folge wieder mal mit einer Schlacht. Ich habe ja gesagt, ein Schlachtenmarathon steht uns bevor. Und auf geht's. Jetzt beginnt der Ärger. Wir wollten keinen Krieg. Aber jetzt stehen wir vor einer Schlacht, die erst der Tod und... Wartet auf meine Befehle! Oh ja, okay. Meine Herren. Ach ja, der Soundtrack, den kenne ich doch auch. Das ist doch der Soundtrack, der heißt Caesar's Nightmare. Sehr ermutigend, ne? Albtraum, also eine albtraumhafte Schlacht. Obwohl, ich meine, es ist ja nicht dunkel, insofern... Sollte es eigentlich kein Problem geben hier. Schnappen wir uns mal wieder alle guten Männer. Und ziehen eine lange... Ach wohl, wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Das, ich schmeiß jetzt mal meine Taktik von letzter Folge mal über den Haufen. Und nehme die wirklich guten Leute nach vorne. Ja, und die anderen können hinten bleiben. Es bringt mir sowieso nichts. Ich weiß gar nicht, wieso ich da die ganze Zeit drauf rumreite. Diese Taktik ist blödsinnig. Mann, diese Musik ist so wahnsinnig motivierend. Findet ihr nicht auch? So, schnappen wir uns mal die Milizhopliten. So. Okay, und jetzt nochmal... Oh, wir haben nur 3x Pell-Tasten. Na ja, gut. Besser als gar nicht. Also ich werde dann, glaube ich, die Pell-Tasten mal abrekrutieren. Ich finde die irgendwie nutzlos. Haben die uns bisher was gebracht? Ich denke nicht. Insofern wäre das mal eine nützliche Maßnahme, Freunde. Aber ich möchte euch mal ganz klar sagen, momentan habe ich richtig viel Spaß an diesem Projekt, wie ihr bestimmt raushören könnt. Und ihr seid natürlich herzlich wie immer eingeladen dazu, etwas zu kommentieren. Rührt euch, Freunde, insofern, ne? Wie die Soldaten hier mal. Ich würde mich freuen. Der Feind hat Verstärkungen gerufen und versucht so vergeblich seine Haut zu retten. Naja, vergeblich. Wir wollen mal gucken. Über das Feld könnten wir auch... Oh, das bietet uns ja vielleicht sogar Schutz. Allerdings, ich gehe mal auf die Seite. Hier bin ich annähernd auf Ebene. So, da gehen wir mal kurz alle... Speerträger, können wir den rausgehen? Ah. Das Dumme ist, wir haben nur 2x Kavallerie, einschließlich dem General, den wir uns hier schnappen können. Und hier oben ist die, ja, die Abtrünnige. Hinten kommen sie, also, oh, wow, da hat ja, oh, ich meine, immerhin 3 Kavalleristen. Aber ich bin doch zuversichtlich. Ich kann die Einheit hier leider nicht ganz einschätzen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er nicht so die stärkste ist. Abreas, jetzt hängt's an dir. Mach was draus. Mein Problem ist wohl, dass ich jetzt hier derjenige bin, der angreifen muss.
Das ist jetzt mal wieder eine Neuerung. Ah, 43 Minuten. Ihr seht, wir haben sehr viel Zeit. Also machen wir uns hier keine Hektik. Es passiert aber genau das, was ich mir denke. Er zieht sich zurück, weil er hat kein Vertrauen. Ich werde jetzt mal ein bisschen Ablenkung hier stiften mit meiner Cav. Ob das jetzt unbesonnen ist oder nicht, ist mir jetzt egal, denn mit meinen anderen Einheiten komme ich nicht so schnell hinterher. Was ich aber auch machen müsste, ist all die Einheiten hier, bis auf die, mal aus der Phalanx rausnehmen. Mulizopliten. Haben wir noch eins drin? Ah, hier die Pelttasten. Geht mal alle aus der Phalanx raus, Freunde. Und euch gruppiere ich mal neu. Als extra Gruppe. Und dann könnt ihr euch hier aufstellen. Und dann könnt ihr auch alle mal schön rennen. So. Gehen wir mal auf die Seite hier. Die sind ja die Ruhe selbst. Die Ruhe selbst. Und ich strampel mir hier einen ab. Ah ja. Ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass er nicht widerstehen kann. Mal gucken. Traut er sich? Ich muss ihn weit genug davon... Ich werde ihn jetzt... Oh, Fernkämpfer. Scheiße. Fernkämpfer, kann ich den immer auflösen? Hier auf locker stellen. Obwohl in dem Fall Keilformation habe ich ja nicht. Werde ich mal einen Sturmangriff machen. Auf geht's. Rennt. Denkt dran. Sie schießen. Schnappt sie euch. Ohne Gnade. Die anderen sind ja zum Glück weit genug weg, also insofern sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Okay, ja, die Einheitsgeschichte. Und zurück. In die eigenen Reihen eintreten. Okay, das ist die leichte Kavallerie. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt stärker oder schwächer ist. Ich würde sagen, wir teilen uns hier mal auf. Greife von zwei Seiten aus an. Und von hinten, auf geht's. Von hinten. Es ist ja nun leichte Kavallerie, also insofern... Ein Sieg scheint möglich. So. Dass die im Nahkampf so... Beide sind im Kräfte-Gleichverhältnis. Oh je. Ja, das ist... Das sieht gefährlich aus. Aber insofern, ich habe nämlich ein bisschen Schiss vor der Cav, vor der Feindlichen. Ja, das scheint ein knapper Sieg für uns zu werden. Jetzt hat er aber immer noch ein, zwei Kavalleristen übrig. Nun gut. Also ihr seid offiziell aus dem Schneider in eurem Dienst. Insofern, so, gruppieren wir mal als Einser. Nein, die wagen sich definitiv nicht vor. Keine Ahnung, wieso sie das nicht tun. Eigentlich sollte man doch mal so viel Vertrauen haben. Nee, was heißt Vertrauen? Okay. Hier sind immer noch ein paar in der Phalanx. Warum? So. Das waren die Obliten. Die wollte ich doch mit rausnehmen. Konnte ich wohl nicht tun. Naja, gut. So, dann geht er mal schneller voran. Hat er denn überhaupt irgendwelche Fernkämpfer? Die heißt Tati, ne? So viel ich weiß. Sind doch Fernkämpfer. Die einzigen, die annähernd gut sind. Ach, du bist ja feige, Freund. Greif doch mal an. Was hat er denn hier? Ich kann sie nicht sehen. Er erweitert die Front. Was ihm das bringen soll? Er hat immer noch zwei... Oh, schwere Kavallerie. Ja, aber trotzdem. Trotzdem ist das zu schaffen. Ich hätte nur mehr Cav, wenn ich ehrlich bin. Gerne.
Okay, ich muss meinen Plan, den ich vorher hatte, über den Haufen schmeißen und werde meine Front jetzt dementsprechend seiner Front erweitern. Ich habe gar keine andere Wahl. So. Und die anderen drei hier hinten, also ich muss dann doch eine Reihe bilden. Ich dachte mir, naja gut, vielleicht kannst du ja mal mehr Reihen bilden, aber in dem Fall, wenn man mich mit so einer breiten Front hier angreifen will oder sich gegen mich verteidigen will, dann muss ich dementsprechend auch reagieren, so wie es aussieht. Also neu gruppieren, schlage ich mal vor. Neu, ganz neu. Stellt euch auf und dann gruppieren wir diese Reihen einfach neu, ne? Und gehen langsam nach vorne. So. Wir wollen hier keine halben Sachen machen, sondern wir machen ganze Sachen. Das Problem ist nur mit den Peltasten, dass sie jetzt irgendwie nicht so wirklich was bringen. Die KI traut sich noch nicht. Dann geben wir da noch ein bisschen Anreiz dazu, sich zu trauen. Und bewegen uns noch weiter nach vorne, also... Hui, ja, interessante Schlacht. Die Cav ist hinten, sehe ich gerade noch. Die kann hinterherkommen, aber die wird nicht mehr viel ausrichten können. Ach, eine gute Möglichkeit wäre allerdings, ich muss die dann alle wieder hier in die Phalanx bringen. Sehe ich gerade. Alle wieder, auf geht's in die Phalanx. Alle, wie hier steht. Denn ich habe eine Idee. So, die Peltasten ziehe ich ab. Rennt ihr mal, Peltasten? Ihr schafft das. Bewegt euch mal nach vorne. Er brauchte den richtigen Anreiz. Jetzt hat er den auch. Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf meine Speermauer. Eine andere Möglichkeit bleibt mir gar nicht. So, ja, Truppen sammeln, das aktiviere ich dann auch noch, jetzt aber noch nicht. Stadtwache. Hier sehen wir überall die Stadtwache. Hier sind die Hastati, alles leichte Infanterie. Wir haben ja auch nur leichte Infanterie zum Glück. Ach, wer kommt denn da an? Die hinterlassen immer eine Staubwolke. Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr beeindruckend. Ziehen wir die mal länger und dafür direkt dahinter. Ach, Freunde, jetzt bin ich echt gespannt, was das hier gibt. Ja, die Velites sind die Fernkämpfer. Okay. Zweimal Velites hat er hier mitgebracht. Ah, so, er will mich austricksen, der Kerl. Will mich in die Offensive zwingen. Das wird er nicht willkommen, gut bekommen. Willkommen. So, ihr könnt ruhig ein bisschen näher kommen, denn ihr werdet mir auf die Distanz nicht so viel bringen, Freunde. So, ja, jetzt haut er ab, ich wusste es doch. Ich muss ihm dann doch so ein bisschen beeindrucken. So. Peltasten. Euer Einsatz. Das einzige Dumme an den Peltasten ist wirklich, dass ihr, der Einflussbereich nicht so weit reicht. Und ich mich hier inzwischen erstmal, ach ja, jetzt lösen sich Formationen auf. Ja, diese Randformation ist halt wirklich sehr defensiv. Zu defensiv für die, wie ich schätze. Gut, ich bin ja in der Mehrzahl, aber ich werde jetzt natürlich auch nicht so viele treffen, ne? Die laden ständig nach. Ich werde mich mit denen mal wieder näher bewegen, näher ranbewegen. Aber auch mit denen hier. Stellt euch mal ganz neu auf. Gruppen sammeln machen wir nach wie vor nicht. Okay, dann tue ich es euch mal gleich und löse auch meine Formation auf. Was sagt ihr denn dann, hä? Einheiten, lockere Formation. Einheiten, vorstoßen. So. Ja.
Die sahen nämlich schon etwas anders aus. Komisch, die Kavallerie kommt nicht auf die Idee, hier mal rumzureiten. Dazu hat sie offenbar zu viel Angst. Ah, jetzt bewegen sie sich doch sogar noch ein Stück zurück. Ah, schon, die verstecken sich hinter ihren Schilden. Ach, wird aber auch langsam mal Zeit, dass ihr hier mal zur Besinnung kommt, Freunde. Die müssen wir noch abfangen. Hier, an der Front werden wir uns jetzt mal vorbewegen. So. Ach, okay, die Kev geht hier rüber. Wir müssen an der linken Flanke, ich sag mal, Fuß fassen, erstmal für den Anfang. Bleibt erstmal keine andere Möglichkeit. Ja, sehr gut. Ihr rast hier rein. Geht ruhig hier in die Hopliten rein. Da tut euch keinen Gefallen, glaubt mir. So, ich denke mal, zwei sollten wir uns noch hier behalten. Wie sieht's hier aus? Die Niederlage ist sicher. Kommen die nicht gegen die an? Ah, das sind einfache Hopliten eben, ne? Soll ich doch von der anderen Seite kommen? Hier habe ich eben die Guten, ne? Hier habe ich die Guten. Ach. Aber dann trifft es sich ja doch gut, dass ich die hier noch habe. Und dann sammle ich mal. Die Hybriden kommen dagegen nicht an, das steht fest. Die von hinten. Ach. Dass die Hopliten dagegen so lange brauchen. So, greifen wir die wieder von hinten an. Die greifen wir an. Die greifen wir an. Und die greifen wir an. Und die. Und die. Und die. Und die. Und general mal ein bisschen Mut schöpfen hier, Freund. Die könnten wir hinten noch aufstellen. Mit denen können wir auch noch ein bisschen chargen. Sozusagen. So. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Also Notiz an mich, keine Hopliten mehr rekrutieren. Die sind ja wohl mal die Oberkatastrophe hier. Also das gibt's ja nicht. Okay, der General ist gefallen, ne? So, vertreibt die. Tja. Und hier haben wir noch einen römischer General. Den schnappen wir uns jetzt mit der Cav. Komm schon. Den schnappen wir uns. Haut nämlich gerade ab. Ein gutes Zeichen. So. General kann man hier aufräumen. Besonders hier kann man aufräumen. So ein Feigling. Gibt's doch nicht. Ach, hier ist noch jemand. Da hatte ich die Hopliten, ne? Das ist natürlich dämlich. Gut, also ihr seht die Hopliten, ne? Also die haben sich nicht gerade als sehr vorteilhaft empfohlen, aber ein paar Phalanx-Beginiere haben auch aufgegeben, sehe ich gerade hier. Aber nur eine Einheit. Die sind insgesamt besser. Gucken, was hier hinten abgeht. Ja, sie haben ihn. Die sind halt stark, ne? Aber das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Gut, dann gehen die eben drauf. Da kann ich nichts dran ändern. Gehen wir hier rüber. Okay.
Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Ja, das kann mir recht sein, ne? Da sind die restlichen Männer, die werden jetzt auch noch vertrieben. Okay. Und die können wir auch noch überrennen. Also das war ja wirklich... Ich hätte gern... Dieser heldenhafte Sieg ist der griechischen Soldaten würdig. Naja, so heldenhaft war es nicht. Ich meine hier, ne, das spricht da eindeutig dagegen. Ich denke mal, so einen guten Schnitt haben wir wahrscheinlich auch nicht. Oh, wir haben viele verloren, muss ich sagen. Aber es geht im Grunde genommen. Mal gucken wir mal hier an. Sie haben nur 2 Ehre erlangt. Die Lanzenreiter, die sowieso, ich glaube, leben da überhaupt noch welche? Mit mal Lanzenreiter, die sind doch am Schluss alle draufgegangen. Die Leibwache des Generals natürlich. Ja. Gut, es geht an für sich. Ich meine, ich bin jetzt nicht ganz unzufrieden. Die Hopliten habe ich sowieso vorgehabt, die mal rauszuhauen. Die Phalanx-Pikiniere sind einfach besser. Sieg! Hopliten, wir wissen ja alle, wie das mit denen ist. Aber Freunde, ich kann euch eins sagen hier. Also, Apollonia wird nicht mehr lange, sag mal, im Besitz der Bruti sein. Die Gefolge vergrößert sich beim Abreas Schildträger. Ein großer General braucht auf dem Schlachtfeld Unterstützung und Adjutanten. +1 auf die Tapferkeit der Leibwache des Generals. Ein Läufer hat er schon, +1 auf Kommando. Ja, der Mann macht sich. Der Mann macht sich. Herr Söldner, wollen wir nicht rekrutieren? Nein, danke. Okay. Ja, und hier... Ja, die Feinde haben mich vertrieben. Ja, Stratego. Da fassen wir die mal hier wieder zusammen. Mein Herr? Mein Herr? Können wir die noch... Hier können wir noch hinzufügen, okay. Okay. Ach, die griechische Kavallerie. Hatten wir vorher, ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt die griechische oder die leichten Lanzenreiter hatten wir doch drin. Ja, die sind ja auch nicht so, ja, Schwerter, ne? So der Oberhammer, finde ich, aber es ist, So, gucken wir mal, unser, wo haben wir ihn denn? Hier. Spion. So, jetzt kann man ja sehen, was er noch hat. Er hat noch seinen Anführer. Ist das denn vielleicht der... Oh, das ist der Statthalter. Ja, natürlich muss er der Statthalter sein. Guter Kommandant. Ja, der Mann hat ordentlich was zu melden. Also wenn der fällt, das wäre schon ein sehr schwerer Verlust. Die Cav, da haben wir ordentlich zu gesetzt. Und er hat nur noch ein paar einfache Stadtwachen. Also eigentlich kein Problem mehr für uns. Haben wir noch einen... Ja. Spion? Ja, gucken, was schickt er uns hier. 3-mal Stadtwache. Ach, das ist ja... Das ist ja... nicht der Rede wert. Habe ich... Was kann ich überhaupt hier noch rekrutieren? Machen wir hier nochmal ein paar Medizupliten. Das ist jetzt wirklich nicht das großartige Problem, Freunde. Geh hier mit... Okay, wir können nur die Stadt belagern. Ja gut, dann warten wir erstmal damit. Dann warten wir erstmal damit ab. Hier kommen schon wieder die Thrakier. Ja. Vielen Dank auch mit den Dakier. Also ich werde jetzt nichts mehr starten, das ist mir so egal. Die gehen ja sowieso nicht auf das ein, was ich mir hier vorstelle. Die wollte ich noch dorthin schicken. Ich brauche mal wieder Kavallerie, Freunde. Es schreit doch danach. Hier habe ich die Balliste noch in der Entwicklung. Wo hab ich sie denn? Wo hab ich sie denn? Hier hab ich ein paar Lanzenreiter. Waffenartschwert. Oder Waffenartschwert? Ne, ich will mal gucken. Hab ich's gerade jetzt verlesen? Schwer, nicht Schwert. Natürlich, die haben ja Lanzen, ey. Ich muss schon sagen, Schwert, nee. Leicht. Ja, die sind dafür schneller, nicht wahr? Aber irgendwie kaum besser, ne? Das ist die makedonische Kavallerie. Ich weiß gar nicht, die würden wir auch noch gerne rekrutieren. Dazu müssten wir mal die... Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Moment, jetzt lass mich mal kurz nachsehen. Hier, genau hier. Das ist in Thessalonika. Gut, dann können wir hier auch die Kavalleriestelle, vermute ich, einfach mal irgendwann mal ausbauen. Wir wollen die makedonische Kavallerie doch auch mal rekrutieren können. Ich muss mal kurz gucken, ob...
Ob da... Die Kavalleriestelle ist nur noch gut für die griechische Kavallerie. Wir müssten dann dementsprechend... Hier haben wir schon einen Palast. Hier haben wir ja auch schon einen Palast, wenn nicht irre, ja? Was können wir denn überhaupt noch bauen? Schützenplatz natürlich für die Bogenschützen und für die Ballisten, Händler. Wir könnten noch Fruchtfolge überall bauen. Und Minenerträge ist natürlich auch nicht schlecht. So viele können wir gar nicht mehr bauen, sehe ich hier. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir könnten ein bisschen mehr noch dazu bauen, aber momentan geht nicht mehr. Ach ja, und die Seuche ist immer noch da. Leider. Leider, ich weiß nicht, wie ich sie... Mal gucken. Irgendwann wird sie wohl verschwinden. Das denke ich mir jetzt einfach mal. Mal gucken, was wir hier haben. Ah, hier haben wir die Kriegssonde. Haha, die finde ich sehr putzig. Verängstigen Feinde in der Nähe. Schnelle Fortbewegung, Angriff 12 und Defensive 5. Ja. Die sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Aber das können wir auch ironisch verstehen. Ja, gut. Wie sieht es denn mit den Schiffen aus? Bereit! Genau, da wollte ich ja hier noch was starten. Und die sind, glaube ich, geflüchtet, weil sie zu schwach waren. Das heißt, die müssten wir... Die werden wahrscheinlich besiegt werden, vermute ich mal. Ja, Kapitän. Wir können jetzt Schade ist es ja, weil die haben eigentlich sehr viel geleistet. Aber ich bin ja noch dran, hier wieder neue zu schaffen. Und Triere hatte ich ja auch noch in der Ausbildung. Ja, genau. Nun gut. Dann würde ich aber gerne auch nochmal die griechische Kavallerie rekrutieren. Die ist jetzt, ja, die ist hier noch in der Mache. Die ist zwar nicht so der Oberhammer, allerdings erfüllt sie ihren Zweck. Sobald die Zeit reif ist. Das können wir hier noch machen. Ich würde gerne mal irgendwo was bauen. Wir haben sehr viel Geld noch übrig. Stelle, das waren die einfachen Stellen. Fruchtfolge, wir machen... Oh, die sind aber teuer. Sehr wirklich teuer. Ja, aber das würde das verbessern. Athen. Schmied, Markt, Stelle, Übungsplatz, Fruchtfolge. Thermon. Ich sehe gerade, an Thermon habe ich keinen Statthalter. Eigentlich nicht gut, denn... Dort könnten wir ja eigentlich auch nichts rekrutieren. Soviel ich weiß, oder? Normalerweise brauche ich ja einen Statthalter, aber... Ich muss da sowieso dann mal wieder einen hinschicken. Ob nun so oder so. Noch die Phalanx-Pikiniere. Ich hatte die nur hier, ne? Statt Kaserne. Dann wäre mal wieder eine Maßnahme, die Kasernen auszubauen. Aber das kann ich nicht überall gleich machen. Das ist einfach nur die Kaserne. Ne, die wollen wir natürlich nicht. Nee. Zwangsbeginieren, nee, die hab ich auch satt. Ich will, wenn, dann die Phalanx. Dann rekrutieren wir hier noch ein paar. Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, wo könnten wir denn hier vielleicht in... Können wir hier mal, fangen wir hier mal mit der... Ach ja, hier haben wir noch nicht mal eine Farmgemeinschaft gemacht. Ja, dann auf geht's. Dann haben wir noch eine Farmgemeinschaft. Und in Larissa... Eine Fruchtfolge. Ja gut. In Vila Zora, was kann ich denn für dich eigentlich tun? Die Bevölkerung nimmt ab, das wäre eigentlich mal eine Maßnahme für... Ja, die Bevölkerungswachstum, wo haben wir es denn gehabt? Hier, Händler und würde auch die Handelsgüter... Ich meine, wir hatten ja noch einige Handelsrechte eingeholt, aber die sind natürlich nicht mehr wirklich rechtskräftig, sag ich mal. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal die nächste Runde und dann beende ich die 5. Folge mal wieder. Bereit! Ja, mein Schicke Herr. Schicke mal einen Diplomaten nochmal hier oben weiter. Ja, mein Herr. Ich habe ja noch ein paar offen. Ja, mein Herr. Hier sind die Rebellen. Illyrische. Ja, Meister. Sehr interessanter Name. Hier, warum ihr andauernd noch darum macht, Griechen, griechische Städte, ich bin ja auch Grieche, muss ich aufpassen. Das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Das Schiff ist bereit. Sollte man meinen.
Aber irgendwie ist es das dann anscheinend doch. Nee. Nee, ich denke mal, für die Runde sind wir... Ah, okay, da kommt wieder jemand. Dann gucken wir überhaupt mal, wie es um die Booty steht. Sie fallen nur langsam ab. Wir müssen auch aufpassen, wir sind auch wieder etwas... Wir sind auch abgeknickt hier. Nach der 32. Runde. Das ist nicht gut. Gyras. Der ist noch in Athen, ne? Und er ist in Billazorda. Ja genau, das war da auch leider der Kranke, ne? Ja. Gut. Wer ist denn eigentlich der Erbe? Momentan haben wir gar keinen Erben, sehe ich gerade. Geschockt. Abreas hätte es eigentlich am ehesten verdient, finde ich, ein Erbe zu werden, weil momentan... Er stammt ja auch hier aus dem Geschlecht von Antigonus, ursprünglich dann über Gyras mit seiner Frau Alkmena, sagen. Dann würde ich sagen, was haben wir denn hier noch? Achso, hier können wir das bewegen. Damasos, ja, der ist leider auch gestorben. Dann nehmen wir den mal als Erben. Ja, ich weiß, vorher war es Eugenus. Obwohl Eugenus hätte es eigentlich auch verdient, ne? Wo ist der denn eigentlich? Moment, der ist auch krank. Nee, dann hat er es doch nicht verdient. Ja, gut. Er hat doch keinen großartigen Einfluss. Dann nehmen wir ihn hier, Abreas. Wie sieht's denn überhaupt aus? Familienmitglieder haben wir 16, Anführer aus Gyras, Hauptstadt ist Thessalonika nach wie vor. Verlorene Schlachten 12, gewonnene 80, kontrollierte Regionen 7, noch 266 Jahre übrig. Ja, ich habe das hier immer noch ausgewogen gemacht. Aber wir machen das jetzt sowieso mit den Steuern selber. Mit den Steuern, das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, hier nehme ich die Steuern mal wieder runter. So, ich denke mal, wir können mal ein bisschen kürzer treten. Ich meine, wir müssen das Volk nicht besonders hier... Haben wir bei denen eigentlich eine hohe Steuer eingeführt? Oh, ja, das müssen wir ganz dringend lassen. Das arme Volk ist ja krank. So. Finanzen haben wir allerdings... ja, da werden wir Verluste machen. Ausgaben 19.095. Wir müssen dann mal die Hopliten abrekrutieren. Die werde ich zum Beispiel mal abrekrutieren. Die auch. Genau, die Bauern haben wir da noch drinnen. Warum? Die könnte ich eigentlich auch mal rausnehmen. So. Okay. Befehle? Ah, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Unsere Schiffe werden angegriffen. Und lassen einen normalen Sieg. Also die Schiffe sind wirklich heldenhaft. Klasse. Wir haben gesiegt. Okay, der General zieht sich zurück. Ich denke mal... Oh, die Germanien. Was gibt's? Was gibt es? Griechische Städte, was gibt es? Unsere Schiffe werden angegriffen. Schon wieder mal. Na toll. Das macht nichts, dann kann ich leben. Spanien. Wir haben noch gar keine anderen Fraktionen von außen, also andere Länder hier wirklich gesehen. Rundenbericht, ja, das war ja klar, dass wir Abstriche machen müssen. Der Tod geht um. Immer noch. Ja, so langsam geht mir das doch tierisch auf den Geist mit dieser Seuche. Ich weiß nicht. Oh, wir haben schon wieder... Das, also, wir kriegen am laufenden Band hier Nachwuchs. Okay. Also eigentlich sollte uns die Seuche schon fast egal sein. Aber mir schmeckt das nicht, dass hier... Wo haben wir's? Ah, okay. Vorhin waren es aber noch 7%. Jetzt sind es 6,5. Oh, die ist aber echt geschrumpft. 3000. Guck mal, hier haben wir 8000. Oh mein Gott, ey. In Athen sogar 10.000. Boah. Ach, hier sind sie wieder nachgekommen. Ja gut, sowas ähnliches haben wir schon gedacht. Wir müssen hier mal wieder Einheiten sammeln. Mein Herr? Wo haben wir denn noch lohnenswerte Einheiten? Mein Herr? Befehle? Befehle? Ja, Strategos! Okay.
Können wir denn lang? Wir können hier lang, genau. Machen wir das auch. Marschieren! Weiter geht es nicht. Gut, ich würde sagen, dann in der nächsten Folge nehmen wir uns aber dann endgültig mal den Bruti in Apollonia an. Also die rüsten ständig auf, werden überhaupt nicht schwach. Ich denke mal, da baue ich auf Sand mit meinen... Ja, mein Herr. Meinen Überlegungen. Ich weiß gar nicht, was sollten die jetzt hier eigentlich? Germanischer Diplomat, könnte man mit denen irgendwas starten? Ja, Meister. Euer Ehr. Darken können wir eigentlich vergessen. Kann ich etwas tun? Ja, mein Herr. Der zieht ab. Warum man das macht, weiß ich auch nicht. So, wir haben ja noch einen hier drinnen. Also er hat wieder nachrekrutiert. Stadtwache, aber nur Stadtwache. Und die Kriegshunde hat er neu. Ansonsten geht's eigentlich, ja. Okay, gut. Da würde ich mal sagen, bevor ich hier weitermache, großartig, begrüße euch dann das nächste Mal in der 6. Folge, wenn es wieder heißt, Rome Total War mit Makedonien. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.